Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Ich habe versucht, so ein bisschen mit Licht und Ton zu experimentieren, dass man mich nun hoffentlich besser sehen und auch besser verstehen kann. Wie versprochen, heute ein Video zum Thema Ruthenien. Was ist Ruthenien? Was ist der Unterschied zwischen Ruthenien und Reußen? Wie verhalten sich die Begriffe zu Russland, Rus, zu Weißrussland? Gibt es sogar ein Schwarzrussland? Das ist das, worum es heute in diesem Video gehen soll. Das Ganze ist etwas kompliziert, weil es da auch, wie schon beim Video zum Thema Osteuropa, keine klar definierten Begriffe gibt. Hier oben, falls ihr das Video nicht gesehen habt zu Osteuropa, klickt einfach auf den Link, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ich versuche ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen und die Begriffe ein bisschen verständlich zu machen. Ich hoffe, das gelingt mir. Schauen wir uns zunächst einmal den Begriff Rus an. Dafür müssen wir ein Stück in die Vergangenheit, genauer gesagt etwas mehr als 1000 Jahre zurück, Ende des ersten Jahrtausends. Da gab es in dem heutigen Osteuropa ein Volk, die sogenannten Rus. Das Siedlungsgebiet der Rus wurde genauso bezeichnet, ebenfalls mit dem Begriff Rus. Rus wird heute hauptsächlich abgeleitet von dem nordischen Begriff oder ehemals nordischen Begriff Hoth. Hier unten steht einmal, wie es geschrieben wird. Um das Volk an sich soll es jetzt auch gar nicht gehen in dem Video, weil das ist eine kompliziertere Geschichte. Da gibt es mehrere Studien, wo das Volk herkommt, aus was für Nationen es bestand und so weiter. Jedenfalls bezeichnete Rus ein bestimmtes Volk und ein Siedlungsgebiet, in dem das Volk siedelte. Das erste bekannte Nationenmodell mit dem Begriff Rus sind die Kiewer Rus. Manche sprechen von einem Staat, einem Nationalstaat. Das sehe ich etwas kritisch, aber das ist ein anderes Thema. Die Kiewer Rus sind vielen vielleicht ein Begriff, die sind dann später unter anderem hauptsächlich in die Moskauer Rus und die Wladimirer Rus zerfallen. So viel zunächst zu dem Begriff Rus an sich und woher es sich ableitet. Nun können wir uns den Begriff Ruthenien anschauen. Ruthenien leitet sich vom lateinischen Wort Ruthenia ab und bezeichnete in erster Linie eigentlich ebenfalls die Rus, nur halt eben das lateinische Wort dafür. Heute wird das Wort Ruthenien allerdings nicht äquivalent mit Rus verwendet, sondern steht in der Geschichtswissenschaft hauptsächlich für das ehemalige Großfürstentum Litauen. Also die heutigen Länder Weißrussland, Ukraine, Litauen und Teile von Polen und Teile von der Russischen Föderation. Nun können wir uns den Begriff Weißrussland anschauen. Weißrussland hieß in der Sprache der DDR Weißruthenien. Da sieht man mal wieder die Austauschbarkeit der Begriffe Russland, Ruthenien, Preußen und so weiter. In der Landessprache Weißrusslands, auf Weißrussisch, heißt das Land bekanntlicherweise Belarus. Rus hatten wir schon geklärt und Bela, heute steht das Adjektiv Beli im Russischen für Weiß, also Weißrussland, Weißrutinien würde passen. Aber früher im Mittelalter bezeichnete das Wort Beli auch westlich. Das heißt, Belarus kann man auch mit westliche Rus übersetzen. Ja, um diesem Missverständnis zu begegnen, hat man sich auf Diplomatieebene, auf diplomatischer Ebene mit dem Auswärtigen Amt zum Beispiel geeinigt, nur noch von Belarus zu sprechen, anstatt von Weißrussland. Umgangssprachlich sagt man natürlich trotzdem weiterhin Weißrussland. Aber das Ganze zeigt, wie uneindeutig die Begriffe sind. Ich habe ja anfangs schon gesagt, gibt es ein Schwarzrussland? Die Antwort ist hier, ja, es gibt oder gab ein Schwarzrussland und es gab sogar auch ein Rotrussland, beziehungsweise ebenfalls natürlich mit Rotreußen oder Schwarzreußen bezeichnet. Auf der Karte hier kann man ganz schön erkennen, wo Schwarzrussland lag, südlich von dem heutigen Weißrussland, und Rotreußen bezeichnete das ehemalige Fürstentum Halic in Volhynien in der heutigen Ukraine. Die Begriffe Schwarz und Weiß bezeichneten früher eine
Volksgruppe, eine Art von Volksgruppe. Woher die Begriffe kommen, ist nicht ganz geklärt. Es gibt Theorien, die alle ein bisschen krude oder komisch klingen, wie zum Beispiel Schwarz und Weiß würde daher kommen, dass die Weißruthenen hauptsächlich Schafherde mit weißen Schafen hatten und die Schwarzruthenen hatten hauptsächlich Schafherde mit schwarzen Schafen. Ich finde, das klingt irgendwie unlogisch, aber es ist jedenfalls nicht geklärt, woher die Begriffe kommen. Rotrussland allerdings, woher der Begriff Rot kommt, ist überhaupt nicht geklärt. Das kann man nicht in Verbindung bringen mit diesem Schwarz und Weiß im Sinne von Volkszugehörigkeit einer weißen Volksgruppe, einer schwarzen Volksgruppe. Da gibt es den Begriff Rot nicht belegt. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen undurchsichtig. Es bietet sich also folgende Begriffsverwendung an. Rus würde ich am ehesten verwenden, wenn man von der alten Rus spricht, von dem Siedlungsgebiet der ehemaligen Kiewer Rus, Wladimira Rus, Moskauer Rus. Ruthenien würde ich eher verwenden, wenn man so von 1300, 1400 um den Dreh spricht, vielleicht auch bis heute rein, und die Siedlungsgebiete von Litauen, von der heutigen Ukraine, vom heutigen Weißrussland, vielleicht auch vom europäischen Russland spricht. Da bietet es sich an, von Ruthenien zu sprechen. Und Reußen hat nicht, wie man vielleicht denken mag, mit Preußen zu tun, sondern ist eigentlich eher ein alter Begriff, ein toter Begriff, den man früher anstelle von Ruthenien verwendet hat, findet man heute hauptsächlich nur noch in historischer alter Literatur. Heute wird hauptsächlich der Begriff Ruthenien in der Geschichtswissenschaft verwendet. Wenn sich jemand weiter damit beschäftigen möchte, kann ich nur zwei Bücher empfehlen. Einmal Polen und Russland von Klaus Zernat. Das Buch ist allerdings sehr dick. Ich habe es selber nicht durchgelesen. Man kann sich da entsprechende Kapitel raussuchen, die einen interessieren, und dann immer wieder nachschlagen. Ist ganz interessant und hilfreich. Oder Studienhandbuch Östliches Europa von Thomas Wohn. Am besten das erste Band, Geschichte Ost-, Mittel- und Südosteuropas. Das ist jetzt das zweite Band, das ist dann die Geschichte der Sowjetunion und von Russland. Auch eigentlich ganz interessant. Soweit für heute. Schaut gerne mal wieder rein, klickt hier oben, wenn ihr Lust habt, um mich zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Prego Negemist und Hyvasti.